Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es ein paar Informationen zum neuen Valentinstags-Event und zu einem weiteren kostenlosen Skin, den wir jetzt freischalten können. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr auf jeden Fall gerne ein Abo da. Außerdem schaut gerne vom Twitch-Kanal vorbei und tragt euch auch gerne im Item-Shop mein Creator-Code TheElCraft ein. Als erstes beginnen wir mal mit den Informationen, die es jetzt generell so zum Event gibt. Und zwar nennt sich das ganze Wilde Herzen-Event. Das wird ab dem 9. Februar, also ab morgen, beginnen und wird dann eine gute Woche bis zum 16. Februar gehen. Und dabei werden wir unterschiedliche Items bekommen können. Natürlich gibt es als erstes mal ganz viele unterschiedliche Skins, die wir im Itemshop erhalten werden. Wie zum Beispiel hier ein paar alte Skins, die wir auch unter anderem schon heute bereits bekommen haben. Aber auch noch den ein oder anderen neuen Skin. Und wir werden immer zusätzlich auch ein paar Quests bekommen können, wo wir eben halt EP freischalten können. Die werden hier etwas mit Fischstäbchen zu tun haben. Dort gibt es wieder so eine kleine Storyline. Das Ganze wird dann ab dem 11. Februar um 15 Uhr freigeschaltet. Und ab da können wir dann die ganzen Challenges machen, bis das Event dann eben halt am 16. Februar letztendlich endet. Als nächstes haben wir dann auch wieder eine Creator-Challenge, wo wir uns eben halt unseren Lieblings-Creatoren, also wahrscheinlich wieder so Leuten wie Standard-Skill, anschließen können und dann eben halt da auch wieder weitere Belohnungen bekommen können. Das hatten wir auch schon mehrfach in der letzten Zeit gehabt. Ist ja mittlerweile relativ häufig. Ich glaube, auch zum Weihnachts-Event hatten wir so eine Challenge mit Creatoren. Und da können wir eben halt auch wieder hier ein paar Sachen freischalten, wie zum Beispiel eine Lackierung und eben halt eine Spitzhacke. Und je nachdem, in welchem Team man, glaube ich, ist, bekommt man dann eben halt die ganzen unterschiedlichen Belohnungen. Also gibt es wahrscheinlich irgendwie 5 Creator für Deutschland oder so. Und je nachdem, wem wir uns anschließen, bekommen wir dann eben halt die Belohnung, je nachdem, wie gut das Team dann letztendlich abschließt. Dann gibt es, wie gesagt, auch noch einen weiteren Kosten- und Skin, den wir freischalten können. Und zwar wird das Ganze in einem Cup sein, dem Wilde Herzen Cup. Der wird auch bereits schon morgen stattfinden. Von 6 bis 9 Uhr abends wird das Ganze gehen. Dort haben wir 10 Matches, die wir spielen können. Dafür brauchen wir keinen Arena-Rang. Ihr müsst lediglich 2-Faktor-Authentifizierung haben und euer Konto-Level muss Level 30 sein. Das Konto-Level ist nicht euer Battle Pass-Level, also nicht das, was ihr in der Season habt, sondern das, was ihr über alle Seasons seit Chapter 1, Season 1 auf eurem Konto gesammelt habt. Das heißt, es müsste eigentlich so ziemlich jeder Level 30 sein. Und falls ihr jetzt erst in der Season angefangen habt, dann ist sozusagen das Level, was ihr in dieser Season habt, auch gleich euer Konto-Level. Bei dem Event können wir dann diesen Skin freischalten. Es sieht auf jeden Fall ganz nice aus und das Ganze ist relativ Placement-heavy. Das heißt, es geht relativ viel darum, eben halt Placement-Punkte zu sammeln und es gibt nur relativ wenig Kill-Punkte. Insgesamt kann man nämlich 42 Punkte pro Sieg bekommen und man bekommt immer nur einen einzigen Punkt pro Kill. Sozusagen müsste man 42 Kills droppen, um eben halt so viele Punkte zu bekommen wie für einen Sieg. Und da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr den Cup spielt, dass ihr dann eher darauf gehen solltet, möglichst viele Win-Punkte immer zu holen oder generell Placement-Punkte zu holen und dann am besten im Endgame irgendwie ein paar Kills immer zu holen. Geht meistens auch wirklich sehr, sehr leicht. Vor allen Dingen dadurch, dass hier natürlich sehr, sehr viele schlechte Gegner dabei sein werden. Und in der ersten Runde wird man wahrscheinlich auch trotzdem noch W-Keyen können. Aber ich würde euch immer nicht so sehr empfehlen, komplett rein zu W-Keyen, da man eben halt auch hier noch eine halbe Stunde Länge hat. Also man hat tatsächlich bis 9.30 Uhr Zeit und eigentlich hat man genug Zeit, eigentlich wirklich jede einzelne Runde bis zum Ende durchzuspielen. Und da sollte man immer wirklich versuchen, niemals offspawn zu sterben und einfach jedes Mal bis zum Endgame zu kommen. Gerade weil vor allen Dingen eben halt hier Top 3 2 Punkte gibt, Top 2 nochmal 4 Punkte gibt und der Sieg am Ende auch nochmal 6 Punkte gibt. Das Ganze ist auch ein Duo-Cup und dadurch eben halt bekommt man sozusagen pro Runde direkt schon einen Punkt, weil man eben halt ab Top 50 schon einen Punkt bekommt. Und danach bekommt man eben halt immer so alle 3 bis 6 Plätze einen weiteren Punkt fürs Placement und dann hier nochmal bei Top 34 und Top 29 weitere 3 Punkte jeweils. Also sollte man auf jeden Fall versuchen, immer bis hier mal mindestens zu kommen. Da bekommt man nämlich auf jeden Fall schon sehr, sehr gute Punkte. Und wenn man dann eben halt ansonsten in den ganzen anderen Runden hier so Richtung Top 8, Top 7 kommt, sollte man dann auf jeden Fall genug Punkte mitsammeln können. Um den Skin am Ende zu bekommen, muss man unter die Top 1750 kommen. Das heißt, im Prinzip Top 3500 Spieler bekommen den Skin. Das Ganze natürlich für Europa. In den anderen Regionen ist es ein bisschen weniger. Der Cup ist aber auch nicht region-locked, das heißt, ihr könntet rein theoretisch auf allen anderen Regionen auch spielen. Wie gesagt, da ist es nun etwas schwieriger, an den Skin am Ende ranzukommen, weil es halt nicht Top 1750 ist, sondern eben halt etwas weniger ist. Aber ihr könntet auf jeden Fall zum Beispiel auf Middle East spielen oder auf NA East natürlich spielen. Das sind eigentlich immer die leichtesten Regionen. Und dort habt ihr dann auch nochmal eine weitere Möglichkeit. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist den Cup auf Europa oder auf generell irgendeine Region zweimal zu spielen. Das heißt, ihr dürftet nicht mit einem anderen Duo nochmal den Cup restarten. Das ist ja so bei allen Cups. Aber wie gesagt, er ist nicht region-locked. Das heißt, ihr könnt auf unterschiedlichen Regions den Cup dann immer mehrmals tryen. Neben dem Skin bekommt ihr auch noch ein weiteres Backpack dazu. Das Backpack eben mal passend zum Skin.
gewinnen. Also auf jeden Fall eine ganz nice Belohnung dafür. Und damit sind das eigentlich auch schon alle Informationen zum neuen Wilde Herzen Event, also im Valentinstag Event. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mit diesem Video etwas weiterhelfen. Wenn es sein sollte, lasst ihr gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.